Im Kampf gegen Cyberkriminalität will sich die EU stärker bewaffnen. Dazu und um das Internet sicherer zu machen, startet die Kommission jetzt eine Cybersicherheitsstrategie. Sie wurde in Brüssel von Kommissionsvizepräsident Margaritas Schinas vorgestellt. Zu sehen seien gleichartige Angriffe etwa auf Europas Gesundheitswesen oder gegen die europäischen Institutionen. Den Menschen werde zunehmend bewusst, dass dies eine neuartige Bedrohung sei. Erst in der vergangenen Woche war die Europäische Arzneimittelagentur, die über die Zulassung von Anti-Covid-Impfstoffen entscheidet, Ziel eines massiven Cyberangriffs. Der neue Plan Brüssel sieht vor, die Online-Sicherheit für mittelständische Unternehmen sowie private und öffentliche Netzwerke in Europa zu erhöhen. Auch soll es eine bessere Krisenreaktion geben, wenn Hacker angreifen. Dazu schlägt die Kommission eine Neufassung der entsprechenden Direktive von 2016 vor, mit der böswillige Akteure bestraft werden. Von Europas Telekom-Industrie kommt Applaus. Zahlreiche Sektoren könnten sich unter den Schutzschirm der geplanten Regelungen begeben, von der Industrieproduktion zur Datenverarbeitung, von Zoom-Verbindungen zu Regierungs-IT-Systemen. Man müsste die Bedeutung dieser Sektoren voll erfassen, wenn derzeit etwa über die Organisation von Impfungen geredet werde. Das Bewusstsein dieser Sicherheitsprobleme sei der Schlüssel. Bevor sie in Kraft treten können, werden die neuen Vorschläge zur Cybersicherheit von den Regierungen der Mitgliedstaaten und dem Europäischen Parlament geprüft.